Herzlich willkommen wieder bei der Biobox. Unser heutiges Thema ist die Proteinbiosynthese. Die Proteinbiosynthese dient zur Herstellung von Eiweißen mithilfe der DNA. Sie verläuft in zwei Schritten, der Transkription und der Translation. Zunächst zur Transkription. Das Wort leitet sich aus dem Lateinischen transcribere ab und bedeutet abschreiben. Also wird in diesem Vorgang die DNA abgeschrieben. Dazu schauen wir uns erst einmal die DNA an. Die DNA ist eine Nukleinsäure und besteht aus einem spiralisierten Doppelstrang, der auch Doppelhelix genannt wird. Dieser trägt unsere Erbinformation. Wie dieser genau aussieht, erklären wir jetzt. DNA ist das gleiche wie DNS und bedeutet ausgeschrieben Desoxyribonukleinsäure. Ihren Namen erhält sie durch ihre Bestandteile. Die DNA ist ein Makromolekül, das heißt, sie ist aus vielen Nukleotiden aufgebaut, welche zwei Stränge bilden. Diese setzen sich zusammen aus einem Phosphorsäuremolekül, das am Zucker Desoxyribose gebunden hat. An diesem befindet sich eine von vier organischen Basen, entweder Adenin, Thymin, Cytosin oder Guanin. Dabei passen jeweils zwei Basen zusammen, sie sind also komplementär. Denn Adenin mit Thymin sowie Guanin mit Cytosin bilden Wasserstoffbrückenbindungen aus, durch die die zwei Stränge der DNA verbunden werden. Nun wissen wir, wie die DNA aufgebaut ist und können zurück zur Transkription. Zunächst erkennt das hohlzylinderförmige Enzym RNA-Polymerase, auch Transkriptase genannt, die Startstelle für die Proteinbiosynthese auf der DNA und setzt sich darauf fest, um anschließend die DNA zu entspiralisieren. Danach beginnt sie, die Wasserstoffbrückenbindungen zu lösen. Von den zwei entstandenen, nun getrennten Strängen wird nur einer als Vorlage benutzt. Dieser wird codogener Strang genannt, während der andere Senn-Strang heißt und für die Proteinbiosynthese nicht von Bedeutung ist. Die im Zytoplasma bereits vorhandenen Basen sind zunächst frei beweglich. Nun wandern RNA-Nukleotide an die freien Basen des Strangs, die sich dort entsprechend dem Prinzip der komplementären Basenpaarung, also A und U sowie C und G, anlagern. U steht hierfür für T, also für Thymin, da beim RNA-Strang das Thymin durch Uracil ersetzt wird. Die Transkriptase verbindet die Nukleotiden, sodass der mRNA-Strang entsteht, welcher das Enzym vom codogenen Strang der DNA löst, bis er zur Endstelle gelangt. Somit ist die Transkription beendet. Bei Eukaryoten wandert die fertige mRNA nun aus dem Zellkern, wo die Transkription in diesem Fall stattfand, zum Zellplasma. Bei Prokaryoten läuft der erste Schritt der Proteinbiosynthese bereits im Zellplasma ab, da solche Zellen keinen Zellkern besitzen. Nun zum zweiten Schritt der Translation. Dieses Wort entstammt ebenfalls dem Lateinischen und bedeutet übersetzen. Dies kommt daher, weil hier der kinetische Code der mRNA in ein fertiges Protein übersetzt wird. Die mRNA verbindet sich mit einem Ribosom, das aus einer ribosomalen Obereinheit und einer ribosomalen Untereinheit besteht. Dabei lagert sie sich mit dem 5-Strich-Ende an das Ribosom an. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass drei Basen eines Strangs ein Triplet bilden, auch Codon genannt. Jedes von ihnen kodiert dabei für eine bestimmte Aminosäure, wobei verschiedene Triplets für die gleiche Aminosäure kodieren können. Hier sehen wir die sogenannte Codsonne, mit deren Hilfe man leicht bestimmen kann, welche Basenkombination zu welcher Aminosäure führt. Wir erklären es euch an einem Beispiel. Nehmen wir das Triplet UCG. Um die Sonne zu lesen, beginnen wir im innersten Kreis, dem 5-Strich-Ende. Hier hat man die Möglichkeit, zwischen vier Basen zu wählen. In unserem Fall nehmen wir das U. Somit stehen wir wieder vor der Wahl von vier Basen. Nun nehmen wir das C. Zwischen den vier neuen Basen wählen wir nun das G, wodurch wir zur Aminosäure SER, also Serin, kommen. Einige bestimmte Kombinationen sind dabei besonders wichtig. AUG, welches für Met, also Methionin, steht, stellt den Startpunkt für die Transkription dar. Es gibt auch Stopp-Codons wie UAA, UAG und UGA. Bei diesen endet das Ablesen der DNA. Nun haben wir genügend Informationen, um zurück zur Translation zu kommen. Die mRNA hat sich mit dem 5-Strich-Ende an das Ribosom gelagert. Nun treten die tRNA-Moleküle auf. tRNAs besitzen ein einzigartiges Schleifenmuster, denn sie sind nicht wie die mRNA einsträngig, sondern werden durch komplementäre Basenpaarung teils doppelsträngig. Sie besitzen außerdem zwei für die Proteinbiosynthese wichtige Stellen. Zum einen die Stelle am 3-Strich-Ende. Dort befindet sich das Triplet ACC, an dem die zu transportierende Aminosäure gebunden wird.
Die zweite Stelle weist drei ungepaarte Basen auf, es wird Antikodon genannt und ist komplementär zu einem bestimmten mRNA-Triplet. tRNA-Moleküle werden vom 3' zum 5'-Ende gelesen. Zurück zum Ribosom. Die große Untereinheit besitzt drei Einhaftungsstellen für die tRNA: die E-Stelle, die P-Stelle und die A-Stelle. Jetzt lagert sich eine tRNA beladen mit einer Aminosäure an der A-Stelle an. Die mRNA wandert um ein Triplet weiter, sodass die erste tRNA sich nun an der P-Stelle befindet. Eine neue tRNA lagert sich an der nun frei gewordenen A-Stelle an. Die tRNA an der P-Stelle gibt ihre Aminosäure ab, die sich an die tRNA an der A-Stelle anlagert. Wieder wandert die mRNA um ein Triplet weiter. Unsere erste tRNA wird nun an der E-Stelle entfernt, die tRNA an der P-Stelle gibt wieder ihre Aminosäure ab. Das wiederholt sich so lange, bis eine tRNA auf ein Stopp-Codon trifft. Hier endet die Translation. Wenn sich mindestens 20 Aminosäuren verbunden haben, ist die Proteinbiosynthese beendet. Danke, dass ihr euch unser Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen hoch.